Hallo liebe Orga-TV-Zuschauer, heute sind wir hier bei dem Kreativseminar zum Medium Film. Der Leiter des Seminars ist Michael Koop. Hallo, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und uns sagen, was heute genau abläuft in diesem Seminar? Gerne. Also ich bin Filmemacher, arbeite hier in Saarbrücken und habe zuvor an der Kunsthochschule in Saarbrücken Medienkunst studiert. Und davor aber bereits auch schon als Kameramann gearbeitet und Regisseur, unter anderem für Thomas D. von Fantastischen Vier und im Prinzip jetzt über relativ lange Zeit verschiedene Projekte gemacht. In dem Seminar Filmriss, das ich hier veranstalte, geht es darum, dass die Studierenden einmal verschiedene Techniken kennenlernen, der Bildgestaltung, aber auch des Geschichtenerzählens, im Prinzip im Großen und Ganzen so einen Einblick kriegen, wie geht man ran? Wie kriegt man Ideen? Wie arbeitet man die aus und wie dreht man Filme? Zum Einstieg des zweiten Seminartages zeigte Michael Koop den Studierenden mehrere Ausschnitte aus populären Filmen. Anhand dieser Beispiele verdeutlichte Koop ganz Filmemacher die Unterschiede in Kameraführung, Schnitt, Bild, Farb- und Tongestaltung und erklärte die möglichen Motive der kreativen Denker hinter der Kamera. Bei diesem Seminar, was ist dir wichtig, da zu vermitteln? Also geht es dir hauptsächlich darum, jungen Leuten oder Studenten die Möglichkeit zu geben, mal einen Kurzfilm zu drehen und das zu erleben? Oder möchtest du ihnen da irgendwelche technisches Know-how vermitteln? Also im Prinzip finde ich diese beiden Aspekte sehr wichtig, die Technik. Ohne die entsprechende technische Voraussetzung lassen sich im Prinzip sehr schwierig irgendwelche filmischen Ideen umsetzen. Aber auch, und das ist eigentlich so mein Schwerpunkt, es geht mir darum, den Leuten zu vermitteln, wie kann man Ideen umsetzen. Also das finde ich so eigentlich was ganz Wunderbares, wenn man erstens kreatives Ideen hat und dann aber auch die umsetzen kann. Das ist ein tolles Gefühl und ich glaube, das bereichert einen selbst, aber auch hoffentlich die Leute. Wir befinden uns erstens hinter den Darstellern, das heißt, wir haben im Endeffekt fast noch weniger Informationen als sie selbst. Das lässt uns so ein bisschen im Dunkeln, im Unklaren, was passiert. Aber wie du schon auch richtig gemerkt hast, die Schnittfrequenz, also die Anzahl der Schnitte ist enorm hoch. Und was mir noch aufgefallen ist, halt am Anfang diese Einblendung von dem Auto und dann von seinem Gesicht, was halt auch so ein bisschen an Werbung erinnert. Was man vielleicht auch so kurz gesehen hat, wie mit der Farbgebung gespielt wird. Das ist auch ein sehr starkes gestalterisches Spielmittel im Film. Das Seminar fand ja schon mal statt, vor einem Jahr. Da war das Oberthema sozusagen Kulturen. Dieses Mal läuft es ja wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung. Hast du vorher schon eine Idee, wie dieses Seminar ablaufen soll oder ob es so ein bestimmtes Oberthema gibt oder entsteht das während des Seminars? Letztes Wintersemester gab es schon mal das Seminar Filmriss, das ähnlich strukturiert war wie das in diesem Wintersemester. Hier geht es darum, dass wir uns gemeinsam in dem Seminar, in dem Workshop sozusagen auch überlegen, was wir machen möchten. Das heißt, drehen wir eine Dokumentation, wird es eine Reportage, wird es ein Kurzfilm und auch das Thema wird in dem Seminar erarbeitet, was ich ganz wichtig finde. Anders als zum Beispiel im Sommersemester, da war das, wie du schon gesagt hast, zum Thema Kultur, speziell zur deutsch-französischen Freundschaft und hat sich thematisch damit auseinandergesetzt, wobei auch da die Teilnehmer im Prinzip ihre Ideen umsetzen konnten, wie sie wollten. Dann können wir nämlich so ein bisschen konkreter uns überlegen, vielleicht nächste Frage, was haltet ihr von der Idee mit dem Buch? Das kriegt dann auch schnell so was Kafkaeskes oder ja. Kafkaeskes und ein Mysteriöses. Wenn man dazu mit blauem Himmel finden würde und also es symbolisiert dann auch irgendwie so Freiheit. Das
sehr fantasievoll arbeiten. Das ist echt schön.